Jo, Pernas, und willkommen zu einer kleinen weiteren Folge der FIFA 16 Karriere mit VfB Stuttgart. Wir sind heute zu Gast in Hamburg gegen den Hamburger Sportverein und wir werden hoffentlich heute unsere Siegesserie, was die Bundesliga angeht, weiterführen. Wir haben gegen Freiburg gewonnen, gegen Hertha, gegen Bayern, gegen alle möglichen Vereine haben wir davor auch schon gewonnen. Jetzt die letzte Zeit gegen Köln auch noch und ich glaube gegen Hoffenheim auch. Ja, ich glaube gegen die, das war das noch. Und jetzt müssen wir hier einfach nochmal gewinnen. Dann können wir mit einer richtig schönen breiten Brust gegen Hamburg reingehen. Gegen Juventus Turin reingehen ins Achtelfinale. Und hier sieht man nochmal, wir haben die beste Auswärtsbilanz. 12 Spiele, 10 Siege und 2 Unentschieden. Und wir gehen direkt mal auf Offensiv. Und wollen hier direkt mal was zeigen. Wir wollen hier gar nicht viel Zeit verlieren. Einfach direkt auf Offensiv. Und es gibt schon den ersten Freistoß für Hamburg. Okay. Dazu würde ich heute gerne mal auf Ballbesitz spielen. Ja, das war die falsche. Okay. Diaz hier direkt mit dem ersten Kopfball. Alles klar. Gibt erstmal einen Abstoß. Zum Glück. So. Ballbesitz. So. Ich würde nämlich gerne mal auf Offensiv spielen, aber gleichzeitig halt auf Ballbesitz, sodass wir halt versuchen, den Ball zu behalten. Aber dabei halt offensiv nach vorne gehen alle. So. Gentner. Sehr gut. Ginchek. Verliert den Ball. Giroud. Denn wenn wir den Ball halten, kriegen wir zum einen ja auch keine Gegentore rein. Und zum anderen, wenn wir aber gleichzeitig halt offensiv spielen, können wir selber Tore schießen. Oder zumindest vorne was reinzeigen. Und das sollten wir heute mal schaffen. Vielleicht auch auf sehr defensiv gehen und auf Ballbesitz gleichzeitig. Dann können wir vielleicht so spielen wie die anderen Vereine manchmal. Und jetzt Seredier, sehr gut. Vestergaard, das gibt den Freistoß für uns hier. Okay. So, und Zunzic legt den Ball hier auf Seredier. Seredier auf Insua. Der zieht nach innen. Legt den Ball auf Ginchek. Ginchek. Weiter. Nee, dem hier bei dazwischen. Gibt es nicht. Okay, Insua, sehr gut. Jetzt Maxim. Maxim auf Bakali. Bakali läuft. Bakali läuft. Bakali läuft nach innen. Bakali schießt und Adler ist dazwischen. Das war aber auch ein Ball direkt auf Adler. Das gibt es nicht. So wenig darf der nicht da sein. So, okay, Maxim, sehr gut. Maxim legt den Ball hier viel zu weit für Kostic. Kostic kriegt den Ball nicht. Oh mein Gott, Viertelstunde gespielt. Wir müssen hier unbedingt irgendwie mal einen Angriff machen, der auch aufs Tor geht. Nicht nur den einen von Bakali. Und Hand wieder am Ball. Wieder Götz. Wir verlieren die Bälle auch ein bisschen zu früh hier, ehrlich gesagt. So, Diaz Hand und wieder Diaz. Jetzt dem hier bei. Sobald Hamburg den Ball hat, liegt der Ball auch erstmal bei Hamburg. Und die passen hier rum wie sonst was. Und jetzt ist auch noch Chiplock durch und Chiplock macht das 1 zu 0. Das gibt es nicht. Alter. Das ist eine eiskalte Torchancenverwertung. Ich glaube irgendwie, die wollen, dass wir verlieren. So, Bakali. Ich glaube, EA möchte, dass wir verlieren. So, Bakali, 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 Bakali. Alter. Da schubst er mich aber richtig weg. Frey köpft den Ball zu Gentner. Sehr gut. Und Gentner auf Maxim, Maxim, Maxim schießt. Und Adler hat den Ball. Oh Mann, 1 zu 0 weiterhin für Hamburg. Und Bakali jetzt mit der Ecke. Adler klärt den Ball. Insua, Gentner. Gentner. Adler hält den nächsten Ball. Wieder Ecke, jetzt von der anderen Seite. Mal sehen, ob da vielleicht was Besseres draus wird. Ich denke mal eher nicht, aber egal. Bakali bringt den Ball rein. Suncic steht da und Adler hat den Ball sicher. Ja, was will man aber auch da erwarten? Frey, der Kleinste eigentlich schon fast. Hinten, oder eher gesagt, der Jüngste ist hinten geblieben. Der mit der wenigsten Erfahrung bleibt hinten. Das ist natürlich auch so. Naja, ne, wenn da dann aber zwei Leute auf ihn zulaufen, weiß der, glaube ich, nicht so richtig, wie er das da machen soll. Wirst einer mit mehr Erfahrung natürlich schon. Eher. Oschrzelek holt sich da den Ball noch. Schade. Gregoritsch. Okay. Oh nein, jetzt sind wir wieder ausgekontert. Das ist immer. Alter, die sind da so schnell. Alter, warum kann sich denn ein Riese wie Westergaard kann sich nicht durchsetzen gegen einen Diaz? Was ist das denn? Realismus pur.
Luise hätte den einen, eigentlich hätte Vestergaard den einfach weggeschoben. Aber nein, Diaz hat natürlich eine Kraft von keine Ahnung was. Wahrscheinlich eine Stärke von 99. Alter. So, wir liegen hier zurück. Das darf nicht sein. Haben wir schon lange nicht mehr. Serie auf Kostic. Kostic legt den Ball weiter auf Ginchek. Ginchek wieder mit dem Fehlpass. Irgendwie gefällt mir in letzter Zeit Ginchek echt wenig. Der zeigt irgendwie gar nichts mehr und ist auch wenn dann nur mit. Hä? Die sind doch noch im Ballbesitz. Warum gibt's denn da einen Freistoß? Erst recht, er zeigt halt wirklich irgendwie kaum was. Und ich weiß halt echt nicht, was oder wie oder woran das liegt. Aber ich weiß auch, dass wir ehrlich gesagt inzwischen mehr mit Bakambu gehen könnten. Denn Bakambu leistet da momentan um einiges mehr. Zeigt auch um einiges mehr. Wenn der spielt, ist direkt Torgefahr. Und bei Ginchek irgendwie in letzter Zeit nicht. Jetzt gibt es mal einen Elfmeter. Das hat Ginchek jetzt vielleicht mal ganz gut gemacht, aber mehr auch nicht. So, und Ginchek schießt ihn selber. Und Ginchek verschießt ihn. Das gibt es nicht. Ginchek will einfach nicht mehr. So, Serie Götz ist noch dazwischen. Das gibt es doch nicht. Was ist denn hier los? EA will, dass wir verlieren. So, Kostic legt den Ball auf Seredier. Seredier legt den Ball nochmal auf Kostic und Kostic. Kostic, Kostic. Sehr gut. Kostic schießt. 1 zu 1. Sehr gut. Kostic holt den Punkt zurück nach Stuttgart. So, aber wir brauchen nicht nur einen Punkt, wir brauchen 3 Punkte. Wir wollen 3 Punkte. Philipp Kostic. Kleber und. Das müsste es jetzt schon. Nee, es gibt sogar 3 Minuten Nachspielzeit. Okay. Bakali. 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 Vielleicht können wir sogar nochmal in der ersten Hälfte drehen. Gib nochmal die Ecke. Das wäre es natürlich jetzt, wenn wir das jetzt nochmal eben so drehen. So. Bakali bringt den Ball rein. Da steht Ginchek und Ginchek hat den Ball. Ja. Was will man auch da erwarten? Wir gehen rein in die Halbzeit mit einem 1 zu 1. Hamburg da aber auch mit einem richtig starken Tor am Anfang. Mal sehen, ob das, ja, ob wir das jetzt noch richtig egalisieren können, sodass wir wieder gewinnen. So, Bakali auf Maxim. Maxim. Oh, Diaz dazwischen. Ich dachte, er legt den Ball schön auf Frey weiter, aber da kommt Maxim, nicht richtig mit dem Ball durch. Gentner auf Frey. Frey auf Bakali. Sehr gut. Bakali. Im Strafraum. Bakali wird da gedoppelt. Oss-Roslek kann den Ball dann klären. Einwurf in der 48. Minute. Maxim auf Frey. Der auf Gentner. Und Gentner schießt einfach mal. Und dann hält Adler gerade so. Und Kostic macht das. Abseits-Tor. Das gibt es nicht. Ah, da macht er so ein schönes Tor hier. So richtig schön. Alter, der war aber richtig im. Nee, so extrem war der gar nicht im Abseits. Ach, schade. Das wäre ja auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Okay. So, Gentner. Maxim und Seredier legen den Ball hier weiter auf Kostic. Kostic hat richtig Bock heute. Götz klärt den Ball nochmal vor Kostic. Gibt die nächste Ecke in der 52. Minute. Bakali bringt den Ball rein. Da steht Kostic, köpft den Ball aber vollkommen daneben. Aber wieder Kostic. Kostic zeigt heute seine Form. Kostic muss irgendwie noch ein Tor schießen, damit er irgendwie, glaube ich, glücklich ist. So, Gregoritsch, aber Vestergaard dazwischen, sehr gut. So, Vestergaard legt den Ball auf Bakali. Bakali kickt den Ball aber nicht gegen Oss-Roslek, aber holt den Einwurf raus. So, Frey und Bakali. Das gibt's nicht, Kleber. Holtby. Stieber und. Dann Hand. Shiplock. Oh Gott, die hast du zum Glück daneben. Oh Gott, das wäre ein leeres Tor gewesen. So, Frey. Legt den Ball schön auf Gentner. Gentner auf Frey wieder. Und Frey legt den Ball auf Bakali. Bakali gegen Ostroslek. Sehr gut, setzt sich hier durch.
oder trickst dich eher durch, ist frei vom Tor und dann ist da Giroud noch dazwischen. Och Gott. Da hätten wir lieber vielleicht passen sollen, ich weiß nicht. Frey weiterhin am Ball, sehr gut. Bakali. Ach, das gibt es nicht. Ey. Aus Roslek. Giroud. Und nochmal Hand. Hand auf Götz. Götz, Stieber. Und Stieber, Hand. Ah, Sunsic. Klappt nicht. Oh Gott, Einwurf für Hamburg. Was wird das hier? Okay, Einwurf für uns diesmal. Insua. Jetzt Kostic, sehr gut. Seredier. Seredier auf Maxim. Maxim auf Ginczek. Ginczek auf Bakali. So, was macht Bakali mit dem Ball? Er läuft wieder auf die Außen. Diesmal aber ein bisschen früher nach innen. Wer hält den Ball auch? Legt den Ball von da aus zu Maxim. Maxim auf Kostic. Und Kostic hat da ein bisschen zu viel Platz schon fast, würde ich mal sagen, in aus Hamburger Sicht. Aber kriegt am Ende trotzdem den Ball nicht wirklich in die Mitte überhaupt gelegt. Kostic holt den Ball nochmal wieder. Kleber gegen Kostic. Kostic kann sich durchsetzen. Kostic. 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 Schieß. Und daneben. Und daneben. Das gibt es nicht. Da war noch ein Spieler dran. Oh Gott. So, Maxim geht raus. Dafür kommt jetzt Grenier rein. Dann kommt noch Bakambu rein für Bakali. Und hier Bakambu noch für Ginczek. Dann wechselt, also wir wechseln die so ein bisschen aus. Traoré noch rein. So, Grenier bringt die Ecke auch direkt rein. Aus Crossleg und von da aus Grenier nochmal am Ball. Grenier, Grenier. Das gibt's nicht. So, Bakambu. Auch nochmal am Ball. Bakambu. Kriegt den Ball aber nicht richtig. So, jetzt vielleicht nochmal hier mit den neuen Männern da vorne. Vielleicht kriegen wir damit nochmal so richtig einen Geschwindigkeitsschub. Denn das sind ja alles relativ schnelle Spieler und dazu halt auch nochmal jetzt vollkommen frische. Guckt euch das an, wie Bakambu hier, wie Traoré da angesprintet kommt. Wie Bakambu da angesprintet kommt. Dann sieht man schon mal, das ist schon mal eine andere Klasse jetzt gerade wieder. Das ist wieder eine andere Schnelligkeitsklasse. Oh Gott. Stieber ist relativ weit vor durch. Insua holt sich aber den Ball. Sehr gut. So, Vestergaard jetzt. Kostic auf Seredier, Seredier auf Gentner, Gentner auf Grenier. So, Bakambu legt den Ball dann nochmal auf Traoré, Traoré zieht nach innen. Ich ziehe halt immer nach innen, ich glaube, das ist langsam ein Fehler. Denn irgendwie kriege ich halt, sobald ich nach innen ziehe, verliere ich den Ball. Hä? Was? Hä? Muss ich jetzt nicht verstehen. Hä? Und dann geht es einfach auf einmal schnell weiter nach 10.000 Jahren. Ektal. Traoré, sehr gut. Da kriegt Grenier den Ball nochmal. Ja. Legt den Ball auf Bakambu. Bakambu. Oh, kann den Ball nicht durchsetzen zu Kostic. Und das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Wir werden hier 1:1 rausgehen. Nach. Oh, Traoré. Na, kriegt den Ball wieder nicht. Das gibt es nicht. Oh Gott, jetzt sind die nochmal durch, oder was? Wahrscheinlich kommt jetzt noch ein Gegentor. Alter, jetzt pfeif endlich ab. Wir sind 5 Minuten über der Nachspielzeit. Alter. Alter. Der Schiri will einfach nicht... Oh, ich dachte schon, Alter. Der Schiri will einfach nicht abpfeifen. Ja, wir spielen 1:1. Nach 90 Minuten gegen Hamburg, die sich irgendwie da mit einem einzigen Schuss irgendwie einen Punkt retten konnten. Aber gut, Wolfsburg gewinnt gegen Dortmund und wir schauen mal, ob Bayern vielleicht ja auch verliert, vielleicht ja auch nur unentschieden spielt. Und soweit wollte ich eigentlich gar nicht vor, aber okay. Rupp möchte mehr Gehalt. Rupp spielt aber kaum. Und wir verunsichern mal hier einfach die Juventus Turin Spieler beziehungsweise den ganzen Verein und schauen mal, wie jetzt das Spiel war gegen, ja, erstmal hier, okay, Dortmund ist weiter
Inter Mailand ist weiter und Arsenal gegen den spielen ja heute erst. So, wir gehen mal so herum hier im deutschen Pokal jetzt. Ach, wir gegen Leverkusen, stimmt. Stimmt, ich dachte schon, wir müssen gegen Nürnberg, aber nee. Und Bayern hat gewonnen. Bayern hat sich 3 Punkte geholt, hat jetzt 10 Punkte Rückstand auf uns. Vorher hatten sie 12 und als nächstes müssen wir dann gegen Darmstadt ran. Okay, das könnte ganz interessant werden. Und ja, damit hoffe ich einfach, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Wertung freuen und sage damit dann einfach bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Euer Mr. Panda.